Hier im Café Baum, einem beliebten Restaurant in Leipzig, treffen sich Studenten zum Bier trinken und singen. Man hört es. Musiker, Dichter, Journalisten sitzen hier und reden über alles und noch viel mehr. Es ist die Zeit um 1830, also vor rund 150 Jahren. Die Frauen tragen Reifröcke und Schutenhüte, die Männer Fräcke mit engen Hosen in oft schreienden Farben und diese schrecklich unbequemen Kragen, genannt Vatermörder. Robert Schumann sitzt fast jeden Abend im Kaffeebaum, ein Glas Bier vor sich, eine Zigarre im Mund. Und während die Rauchschwaden ihn langsam einhüllen, hört er dem Gerede der anderen zu. Nur hin und wieder ergreift er das Wort. Kurz und gut, lasst uns eine eigene Zeitschrift gründen, wo jeder, der auch wirklich was von Musik versteht, drin schreiben kann. Und wo alle, die Genie und Talent haben, eine Heimat finden sollen. Eine Jahrhundertidee, Robert. Kann ich auch auf Ihre Mitarbeit zählen, Herr Wieck? Sie können, Herr Schumann. Auch wenn ich mir die Vermittlerrolle zwischen alt und neu einnehmen will. Übrigens, wie soll sie denn heißen, Ihre Zeitschrift? Ja, über den Namen habe ich auch schon nachgedacht. Neue Zeitschrift für Musik soll sie heißen. Und die, die drin schreiben, sollen sich Davidsbündler nennen. Davidsbündler, das klingt recht geheimnisvoll. Und das ist es auch. Die Davidsbündler sind in der Tat ein Geheimbund, aber einer von ganz besonderer Art. Denn eigentlich gibt es ihn nur im Kopf von Robert Schumann. Schumann tut nur so, als ob dieser Geheimbund existiert. Und er findet Mitglieder mit seltsam schönen Namen. Zum Beispiel Florestan und Eusebius. Er lässt sie miteinander reden, sich Briefe schreiben, Streitgespräche führen. Und er komponiert für sie die Davidsbündler-Tänze.